In Zwickau kam es am Mittwochnachmittag zu einem schweren Unfall zwischen einem PKW und einem Fußgänger. Gegen 15 Uhr befuhr eine 39-Jährige mit einem Honda die Planitzer Straße in Richtung Stadtzentrum. An der Einmündung Bergmannstraße überquerte plötzlich ein Fußgänger die Fahrbahn. Die 39-Jährige konnte nicht mehr rechtzeitig anhalten und der Fußgänger wurde frontal durch den Honda erfasst. Dabei erlitt der 79-jährige Mann schwere Kopfverletzungen. Er musste mit dem Rettungshubschrauber in eine Chemnitzer Klinik geflogen werden. Die 39-Jährige und ihre 20-jährige Beifahrerin wurden leicht verletzt und konnten nach ambulanter Behandlung wieder entlassen werden. Es entstand Sachschaden von etwa 2000 Euro. Personen, die Angaben zum genauen Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich mit der Verkehrspolizei unter Telefon 03765 5217 310 in Verbindung zu setzen.